Kiffers. Ein Dorf im deutschsprachigen Teil des Kantons Freiburg. Idyllisch liegt die Gemeinde im oberen Sensebezirk. Viele Einheimische befürchten, dass es bald vorbei sein könnte mit der Ruhe. Der Bund will in der Guglera, einem Gebäude am Rande der Gemeinde, ein Asylzentrum einrichten. Wunderbar. Voilà. Das Dorfleben wird sich so oder so verändern. Wir wären nicht mehr gleich idyllisch weiterleben, wie es davor war. Wie die Guglera ist abgelegen, die Leute, die dort leben, die Bauernhöfe, die sind idyllisch, haben ein ruhiges Leben gehabt. Und die sind ohne Information, ohne nichts, hat es einfach geheißen, es kommt ein Asylzentrum, 300 plus minus Asylbewerber kommen. Und die sind einfach schockiert gewesen, oder? Weil sie einfach keine Information gehabt haben, oder? Hallo zusammen, Sally zusammen. Sally. Ja, guckt hier, da. Alter Bekannter, geht es? Danke. Schön, dir zu sehen. Guglera würde gut gehen. Aber du weißt, es ist jetzt gleich. Gell? Und dann ist es volkswirtschaftlich interessant für uns. Eben los, wir wollen einfach mal bald etwas sehen. Der Sensler ist eigentlich wie viele Regionen der Schweiz skeptisch. Muss jetzt das unbedingt zu uns kommen? Ist das jetzt nötig? Wenn er es mal hat, wir haben ja Asylunterkünfte gegeben in Vunivu und in Düdingen, die eigentlich problemlos gegangen sind. Wenn wir es mal haben, dann ist das eigentlich gut. Es ist Februar 2015. Der Bund gibt bekannt, dass er das Institut Guglera kaufen will und überrascht die Dorfbevölkerung mit der Information, dass er dort ein Bundesasylzentrum für 300 Flüchtlinge einrichten will. Oh, oh, er grüft doch. Die Absichten des Bundes stoßen im Sense-Oberland auf erbitterten Widerstand. Mahnfeuer werden gezündet. An vorderster Front mit dabei Großrat Rudi von Landen, langjähriger ehemaliger Gemeindepräsident von Giffers. Das Feuer, das soll als Mahnfeuer sein, als Feuer, das Zeichen der Freiheit. Es geht einfach nicht, dass der Kanton und der Bund über die betroffene Bevölkerung weg tut, einsam entscheiden fällen. Wir fühlen uns ohnmächtig und hilflos. Und wenn das die Politik ist in der Schweiz, dann gehen wir Strubenzeit entgegen. Was sonst der folkloristischen Unterhaltung dient, ist an diesem Abend ein lautes Zeichen des Protestes. Mehr als 1000 Menschen sind in die Sporthalle von Giffers gekommen. Behörden von Bund und Kanton haben einen Informationsanlass organisiert. Mein Name ist Nicola Bürgister. Ich darf heute Abend durch den Abend führen. Wir haben mehrere Gäste und Referenten. Nicola Bürgisser ist der Oberamtmann des Sensebezirks. Das entspricht in anderen Kantonen der Funktion eines Regierungsstatthalters. Bürgisser hat sich bereits im Vorfeld als Befürworter des Asylzentrums positioniert. Ich bitte euch, hier nach fair zu diskutieren, harte Fragen zu stellen, aber so bitte niemand den Lohn machen. Niemand möchte die Asylzentren. Da seid ihr nicht die Einzigen. Barbara Büschi, Vizedirektorin des Staatssekretariats für Migration, versucht die Bevölkerung zu beruhigen. Wir haben erprobte Sicherheitskonzepte. Wir sind keine Neulinge auf diesem Gebiet. Und wir kümmern uns um das Zentrum. Die Stimmung im Saal ist angespannt. Weil der Bund die Guglera von einem Privateigentümer erworben hat, gibt es für die Bevölkerung kein demokratisches Instrument, um das Bundesasylzentrum zu verhindern. Wir sind richtigermaßen überrumpelt gekommen und man versucht nun mit Schönrederei das Projekt schmackhaft zu machen. Wenn es so ist, dass wir das akzeptieren müssen,
Wie garantiert ihr unsere Sicherheit? Was mache ich als Hausbesitzer, wenn Kriminalität zunimmt? Wir sind nicht etwa Unmenschen im Seisen-Oberland. Echte Flüchtlinge haben bei uns Platz. Aber leider ist die Politik, die man betreibt, zu Bern oder an andere. 80% von denen, die hier kommen, sind unechte Flüchtlinge. Das sind Einwanderer, die einfach ein besseres Leben suchen und unser Sozialsystem wie unterwuchern. Das ist das Problem. Ich habe entschlossen, dass hier jeder einen hinnimmt. Macht ihr das? Ich habe es entschieden. Ohne euch zu fragen. Das ist gut. Tito. Ich habe das Gleiche mit uns gemacht. Besten Dank. Wir nehmen alle nach Hause. Selbst der Gemeindepräsident von Giffers greift zu drastischen Worten. 300 Asylanten in einem kleinen Dorf wie Giffers bedeutet ein Anteil von 20%. Ich sage dem, das ist ein Asylanten-Tsunami. Der Gemeindepräsident entschuldigt sich einige Tage später öffentlich für diese Aussage. Die Gugglera liegt auf einer dünn besiedelten Hochebene, weit ab vom Giffersner Dorfleben. Und doch fürchten sich viele Senslerinnen und Sensler davor, dass hier bald bis zu 300 Flüchtlinge leben sollen. Dabei kennen die meisten Einheimischen die Problematik rund um die Migration nur aus den Medien. Auf die 1552 Einwohner in Giffers kommen 116 Ausländer. Im ganzen oberen Sensebezirk beträgt der Ausländeranteil 7%. Warum also lösen die Pläne des Bundes eine solche Kontroverse aus? Der Sozialunternehmer Beat Fasnacht hat das Institut vor 8 Jahren gekauft. Er hat das Gebäude von den Ingenbohler Schwestern, die hier ein Internat führten, für 10 Millionen Franken erworben. Beat Fasnacht betrieb darin ein Therapieprogramm für übergewichtige Kinder und Jugendliche mit Schwierigkeiten bei der Lehrstellensuche. Weil Bund und Kanton die finanzielle Unterstützung kündigten, habe er sich gezwungen gesehen, die Gugglera an den Bund zu verkaufen, sagt er. Das hat sich ergeben, sehr kurzfristig. Also die Verhandlungen sind sehr schnell gegangen. Und ich muss sagen, dass ich gerade auch der Wertschätzung gegenüber den Asylbewerbenden sehr schnell einverstanden war, das Gebäude zu verkaufen. Ich denke, es ist eine Win-Win-Situation. Für uns war es eine gute Lösung. Und für sie ein Gebäude in dieser Größe, das für mich 2/3 zu gross ist, die 300 Asylbewerbende unterzubringen. Ich muss bestätigen, der Herr Fasnacht hat in der Gugglera oben einen Haufen probiert. Er hat Hilfe gebraucht vom Bund und vom Kanton. An der Informationsveranstaltung muss Beat Fasnacht heftige Kritik einstecken, insbesondere vom ehemaligen Gemeindepräsidenten Rudi von Landen. Der Bund und der Kanton haben alle mal Nein gesehen. Und jetzt tut ausgerechnet unser lieber Beat Fasnacht, weil ihn versäckelt haben, immer in das Haus verkaufen und das Problem vom Kanton und das Problem vom Bund lösen. Da habe ich nicht so viel Verständnis. Beat Fasnacht versucht, seinen Verkaufsentscheid zu rechtfertigen. Vielen herzlichen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Ich denke, das Ständli war für mich, zu meinem Geburtstag. Die dürfen noch ziemlich pfeifen. Es belastet mich, es macht mich traurig. Auch, dass ihr mich hier als Profiteur herstellt, gerade als Sendung von der Gemeinde Giffers, macht mich traurig. Anscheinend ist das, was ich in den letzten 8 Jahren hier oben in dieser Gugglera geleistet habe, alles seicht gewesen. Anscheinend ist es so, dass die Arbeit, die ich dort geleistet habe, die Millionen von Löhnen, die ich gezahlt habe, und alles Geld, das ich investiert habe, alles seicht, dass ihr heute pfeifen könnt. Und es geht weiter mit dieser Gugglera. Und ich bin überzeugt, dass es gut rauskommt. Vielen Dank. Einer wagt es, für den ehemaligen Gugglera-Besitzer das Wort zu ergreifen.
Was der Herr Fasnacht beatet, was ich gemacht habe in den letzten Jahren, ist grandios. Das ist unglaublich, was er geleistet hat. Man ist sich das gar nicht bewusst. Und das ist eigentlich schade. Weil er hat für unsere jungen Leute in unserer Region, Kanton, ausserkantonale, in den Schwächsten, wo niemand will, etwas aufzogen. Und das ist eine Leistung, das muss sehr jemand nachmachen. Wer ist dieser Mann, der sich nicht scheut, gegen die vorherrschende Meinung Stellung zu beziehen? Wir finden ihn auf 1500 Metern über Meer auf der Alpstoß. Mauritz Boschung sorgt hier für die fast 300 Kühe, die auf den Weiden weiterum verteilt sind. An den Informationsabend vom Februar 2015 hat er keine guten Erinnerungen. Von mir aus gesehen hat es nicht ein gutes Bild von uns Sensler oder vor allem vom oberen Sensenbezirk. Aber das ist auch nicht eins zu eins so. Es stimmt eigentlich auch nicht, also wie der abgelaufen ist. Wir Sensler sind nicht so, wie das Bild vielleicht dann am Abend auf Usi ist weitergegeben ist oder wie vielleicht die sich oben nahe. Aber das Bild ist eigentlich von uns Sensler nicht unbedingt so. Ja. Die weiten Wege zwischen seinen Alpweiden meistert der Alphirt am liebsten joggend. Mauritz Boschung gilt als Querdenker. Er hält mit seiner Meinung nicht zurück und provoziert gerne. Vor Jahren hat er im Wolfskostüm den Alpabzug aufgemischt. Mauritz Boschung polarisiert. Auf seiner Alp sind in den letzten Jahren mehrere Brandanschläge verübt worden. Die Täterschaft konnte bis heute nicht ermittelt werden. Er sagt, viele Einheimische seien sich nicht mehr bewusst, dass sie vor geraumer Zeit in einer ähnlichen Situation waren wie die heutigen Flüchtlinge. Dann am Abend haben sicher auch sehr viele vergessen, dass es eigentlich noch gar nicht so lange her ist, dass wir sehr arm waren hier im Sensenbezirk. Und die Hunderten von Seislern mussten auswandern in die ganze Schweiz, in die ganze Welt raus. Oder? Es sind Hunderten, die müssen gehen, weil sie nicht hier leben hier, nicht hier überleben können. Und das hat man jetzt relativ schnell vergessen. Oder? Und jetzt geht es ja uns sehr gut. Und jetzt, wenn halt so ein Zentrum daherkommt, es ist nicht, dass wir gegen das Zentrum sind, die Seisler. Es ist einfach dann am Abend rein darum gegangen, dass es ist ein Entscheid gefällt kam, es kommt. Ohne Vorinformation, ohne Diskussion. Und das war uns auch wahrscheinlich nicht so gewohnt gewesen. Und wegen dessen hat es einige recht heftige Reaktionen gegeben. Zu dieser Ohnmacht geselle sich die Angst vor dem Verlust der Identität und von Werten, wie sie beispielsweise christliche Symbole darstellten. Ich wollte wissen, wie lange das äußerste Herrgottskreuz auf dem Dach noch da oben ist. Ich wollte wissen, oder lasst es einreissen. Merci. Das ist natürlich die unterste Schublade, wenn ich noch die Religion einbeziehe. Und wenn ich sehe, die Küche sind praktisch leer. Also sie gehen selber nicht in die Messe, eigentlich mit der Messe und mit dem Christentum, mit dem wenig mehr am Hut. Höchstens an einer Töpfe, der Beerdigung, gehen sie noch in die Messe. Und dann, wie sie dann eine solche Veranstaltung auf Heiligtum setzen und wieder noch die Leute manipulieren mit der Religion. Und das ist natürlich das ist die absolut tiefste Schublade, die man ziehen kann. Oder? Weil das ist etwas so Emotionales. Und man hat es ja gemerkt am Applaus. Die Leute haben gar nicht gewusst, warum man jetzt klatschen. In dem Moment, wo der das gesehen hat mit dem Kreuz. Aber sie einfach klatschen, oder? Was sagt Rudi von Landen dazu? Wir treffen ihn an einem Heimspiel des FC Giffers. Als ehemaliger Spieler und Schiedsrichter fiebert er mit seinem Fußballclub mit, der dieses Spiel nach einem Rückstand noch gewinnt. So muss ich machen.
immerhin sind wir hier in einer christlichen Gemeinde. Wir sind in einer katholischen Gemeinde. Und wir sind noch ein bisschen gläubig, vielleicht gegenüber den anderen Leuten. Und wenn man vor allem sieht, was für Leute hier kommen sollten, die auch etwas glauben, aber nicht unbedingt uns, die vor allem uns Christen verachten, dann möchte ich natürlich ebenfalls darauf beharren, dass man in den Goklerawoi die Kapelle sein lässt und vor allem das Herrgottskreuz dort ebenfalls auf dem Dach weiterhin darf sein. Das Kreuz auf der Guglera. Ein Sinnbild für den Wert christlicher Symbole im Sensebezirk. Die Religion spielte hier stets eine wichtige Rolle. Während Jahrzehnten war die Gegend stark von der katholischen Kirche geprägt. Beten, dienen und gehorchen lautete die Devise. Armut und Misere schweißten das Senslervolk zusammen. Die tiefe gegenseitige Solidarität ist auch heute noch spürbar. Die Senslerinnen und Sensler galten als heimatverbunden und lebenslustig. Sie pflegten ein vielfältiges Brauchtum. Diese heile Welt galt es gegen jede Art fremde Einflüsse zu schützen. Erst mit dem Bau der Autobahn Bern-Freiburg in den 1960er Jahren und nach etlichen Zuzügern, vor allem aus dem Bernbiet, begann sich der Bezirk zu öffnen. Im Senseoberland hält die Kritik am ehemaligen Guglerer Besitzer Beat Fasnacht weiter an. Der pensionierte Steuerbeamte William Eby recherchiert in seinem Kellerbüro tagelang, um angebliche Ungereimtheiten im Zusammenhang mit dem Verkauf der Guglerer aufzudecken. Es geht nicht um die Asylante, es geht mir wirklich darum, aufzudecken, was da für Machenschaften und Bescheisserien und Lügen von Zeug gekommen sind. Um das geht es mir. Für seine Vorwürfe hat William Eby allerdings keine Belege. Darum tun wir jetzt. Er ist das Sprachrohr der IG Guglerer, einer Interessengemeinschaft, die dem geplanten Asylzentrum kritisch gegenübersteht. Ebys Vorwürfe finden innerhalb der Interessengemeinschaft großen Anklang. Wieso dürfen wir nicht erfahren, was mit den öffentlichen Geldern vom Bund und Kanton in der Guglera oben passiert ist? Sind da vielleicht Querfinanzierungen dahinter zwischen den privaten und den offiziellen Firmen? Danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Noch einen schönen Abend. Habt's gut. Hallo. Mit dem Verkaufserlös habe er nichts verdient, sondern Schulden und Investitionen zurückbezahlt, die er mit der Guglera auf sich genommen habe, sagt Beat Fasnacht. Es ist traurig, dass solche Sachen kommen und es betrifft mich auch, macht mich betroffen, weil diese Leute wissen ganz genau, wie viel Zeit, wie viel Geld, und das sind Millionen, die ich hier investiert habe. Und die 19 Millionen, die ich jetzt bekomme, die entsprechen dem hintersten, letzten 5, die ich hier investiert habe. Die Informationsveranstaltung in Giffers löst bei den Senslerinnen und Senslern eine heftige Debatte um ihr Selbstverständnis aus. In unzähligen Leserbriefen, in der Lokalzeitung Freiburger Nachrichten, ringen sie mit dem Bild, das sie an diesem Abend abgegeben haben. Im Zentrum der Kritik steht Rudi von Landen. Besonders sauer stößt vielen Leserbriefschreibern auf, dass er am Informationsabend das Senslerlied angestimmt hatte. Es handelt von der Bitte an Gott in der Not, eine Mauer um ihr Land zu errichten. Dass es niemand Heimat stillt, die Seisler zu leben.
Leben gilt. Dieses Lied ist auch ein halbes Jahr später an der Seislermesse in Tafas ein heiß diskutiertes Thema unter den lokalen Politikern. Ja. Etwas haben wir beide. Ja. Am 10 vor 10, wie schön, dass du kannst singen. Ja, hey, hey, hey. Aber weißt du, das weißt du was? Da muss ich sagen, also, das ist also als Wendli, wenn du jetzt die Ausstellung hier schaust. Ja. Ja. Also als Wendli haben wir also auch Käse mega. Ja, zum, verstanden? Zum Glück nicht. Ja. Aber wir sind unter uns Seisler hier. Ja, mit ein paar Gästen. Ach, ja. André Schneuli, Großrat der Freien Wähler, liefert sich mit seinem bürgerlichen Kontrahenten einen offenen Schlagabtausch. Wenn es darum gegangen ist, ihr Reichern ein paar Fränklein zu geben, von ihnen das Grossbanken zu retten, sind sie Tag und Nacht zusammengesetzt und in Lösungen gesucht. Und was macht das? Monate, Jahre, weiss, gucken sie dem Zeug zu. Genau. Und du noch kannst du fortschmitzen. Von der Gemeinde. Zufällig begegnet SP-Präsident Christian Löwra den Streitenden. Ich würde es cool annehmen. Sally! Ich will euch nicht verrichten, aber ich weite anzufüllen. Ich werde euch weiter anweisen. Die Aufgabe von Politikern ist manchmal, die Gemüter zu beruhigen, nicht anzuheizen. Ja, eben. Gut. Also, wenn wir damit dann verstanden sind, dann soll die SP, dann soll die SP mit Lösungen kommen und dann können sie beruhigen und nicht nur fordern und die anderen machen lassen. Das ist das Problem. Lösungen, nicht gross einfach reden und reden. Bist du einfach am Plaudern? Hey. Ich würde es einfach cooler nehmen. Euro. Euro ist nicht. Euro ist nicht. Okay. Viel Glück, ja. Ja, das ist die bekannte Diskussion, die man gegen mich führt. Sie probieren einfach auf die Tränendrüse zu drücken, indem sie einfach sagen können, schau mal, das leid in der ganzen Welt, die Flüchtlinge und so weiter. Das brauchen sie uns nicht zu sagen. Das sehen wir selber auch. Das ist ja furchtbar. Etwas so, dass wir das müssen überhaupt erleben müssen. Aber da haben wir in der ganzen Welt auch gescheite Politiker, die irgendwie das hätte können lösen können. Und nicht, das hätte es so weit kommen. Der Alpabzug in Plafayen. Je näher das bedrohliche Fremde rückt, desto mehr stehen für viele Menschen traditionelle Werte im Vordergrund. Der Alpabzug vereint Brauchtum und Heimatliebe, ernährt die Sehnsucht nach einer heilen, friedlichen Welt, fernab aller Flüchtlingsdramen. Das Eintauchen in diesen Mythos lässt, wenigstens für kurze Zeit, die Unsicherheiten der globalisierten Welt außen vor. Man probiert den Mythos sicher aufrechtzuerhalten, aber man ist sich auch klar, dass man jetzt in der modernen Welt lebt. Aber es gibt auch so eine Mischung, die die Leute eigentlich gerne haben, zwischen der alten Welt und den alten Generationen mit den neuen Generationen zusammen. Moritz Boschung treibt die größte Viehherde ins Tal. Mit dieser mythischen Heimatliebe hat er aber wenig am Hut. Thema ist für mich nicht, dass ich sage, ich bin ein typischer Schweizer oder ein Mitteleuropäer. Ich bin ein Erdenbewohner und mir kommt das nicht darauf ab. Eigentlich also jemand. Ja. Ist der Jobot-Plafay jetzt, wenn man da die Älteren sieht, dass die Albatzug Flüchtlingsheilen wieder weg von hier oben? Spürt man das gar nicht, aber dass das geht überhaupt? Ja. Das ist ganz etwas Schwieriges. Es geht nicht einfach zu gut, oder? Und wegen dessen sehen wir eigentlich auch nicht, dass es eben Haufen Leute, die gar nichts dafür haben, schlecht geht. Und wegen dessen haben wir es auch wahrscheinlich hier bei uns im Oberland eben schon eine recht grosse Schicht. Eine grosse Schicht von Leuten, die sich noch von ein paar Populisten zusätzlich beeinflussen lassen, die das Problem eigentlich wie ausblenden. Wo die heile Welt typisch Schweizer ist,
Käse und Milch und Schokolade und Albabzug und so, das irgendwie, es ist irgendwie verlogen. Im Februar 2016 trifft für die Kritiker des Bundesasylzentrums das schlimmstmögliche Szenario ein. Der Bund erklärt die Guglera zum Ausreisezentrum. Das bedeutet, hier werden jene Asylbewerber leben, die keine Chance auf ein Bleiberecht und auf Integration haben. Sie warten hier auf ihre Heimreise, viele von ihnen frustriert und empört über die Schweiz. Das alles weckt in der Bevölkerung Ängste. Der große Proteststurm bleibt jedoch aus. Ein Meinungsumschwung? In Tafas bildet sich die Gruppe Flüchtlinge willkommen im Sensebezirk. Sie versteht sich als Gegengewicht zur asylkritischen Haltung in Teilen des Sense-Oberlandes. Die Gruppe möchte Hilfs- und Unterstützungsangebote an die zukünftigen Flüchtlinge machen und dazu beitragen, dass sich die Fronten rund um das Asylzentrum nicht weiter verhärten. Es geht auch darum, dass diese Energie, die da und die Dynamik, die da entstanden sind, dass das nicht einfach so einen Luftballon macht und dann macht das und alles ist weg. Das wäre zu schade. Das Ziel ist, glaube ich, auch, dass man probiert, durch Kontakte zu schaffen, eben, vielleicht die eigentlich schon begründet sind, dann können dagegen zu wirken. Ich kenne schon Leute, wenn ich an meinen Turnverein zum Beispiel denke, vom Freitag am Morgen, dass sie viele Leute vom Oberland was sagen. Oh Jesus Gott, was machen wir jetzt mit dem? Oder war wirklich Berührungsängste. Die sind real, die sind da. Die können wir nicht wegdiskutieren. Unser Weg ist, glaube ich, mehr, dass man wie das Gefühl hat, wenn man den direkten Kontakt sucht, dann kann man auf beiden Seiten probieren, die Ängste abzubauen. So, Brainstorming in der ganz großen Runde quasi. Die Gruppe ist daran, sich intern zu organisieren. Da noch nicht bekannt ist, wie die Betreuung der Asylbewerber in der Guglera organisiert sein wird, bewegt sich die Diskussion aber noch im luftleeren Raum. Wichtiger Hinweis, haben wir schon ein bisschen gemerkt. Wem schenkt man welche Infos? Ende April reist Bundesrätin Simonetta Sommaruga in den Bezirkshauptort Tafas. Frau Bundesrätin, recht herzlich willkommen, Nicola Bürgisser. Ja, freut mich. Ja. Freut mich, dass ihr kommt. Das ist flott. Ich noch die Sonne bestellt. Nee, alles gemacht, ja. Merci vielmals. Bundesrätin Sommaruga soll die neu gewählten Gemeinderäte vereidigen. Doch ihr ist etwas viel wichtiger, das Terrain ebnen für das Bundesasylzentrum in Giffers. Ich habe lange vor meiner Zeit als Bundesrätin, eben als Gemeinderätin in Köniz selber auch eine Asylunterkunft eröffnet. Und dabei die Erfahrung gemacht, die fast alle machen, es ist schwierig, es gibt Widerstände, bis die Unterkunft eröffnet ist. Und ist sie dann einmal eröffnet, dann lösen sich die Befürchtungen fast immer in Luft auf. Und ich hoffe, dass Sie das hier auch so erleben. Es ist mir eine große Ehre und auch eine Freude, Ihnen heute hier im Sensebezirk die Grüße und die Glückwünsche der Landesregierung zu überbringen. Merci. Ich habe jetzt heute Abend gerade auch mit dem Gemeindepräsidenten Gret von Giffershagen gefragt, wie das jetzt läuft. Und auch von ihm ist jetzt die Rückmeldung gekommen, wir sind im Gespräch, jetzt fängt das langsam an von Formen an, jetzt wissen wir ein bisschen besser, was auf uns zukommt. Und ich denke, das ist genau der Prozess, den es braucht. Es braucht Offenheit von allen, aber es ist auch allen klar, wenn man nur das Gefühl hat, überall, aber nicht bei uns, so kommen wir nicht weiter. Und ich denke, so funktionieren auch Gemeinden nicht. Sie wissen, dass wir in unserem Staat alle ihre Verantwortung auch müssen wahrnehmen müssen. Es sind Gemeinden, es sind Kantone, es ist der Bund. Die eigene Treffsicherheit perfektionieren, um sich im Notfall gegen unerwünschte Eindringlinge zur Wehr setzen zu können. Sich miteinander messen, wahre Kameradschaft erleben, dafür steht das alljährliche Feldschießen. Schiebeblock 7, Huber Alexander Santo Fastus, Maro Thomas Rechthalter. Ferguson Nicola Gövers. Hier. Volante Rudolf Gövers. Hier.
Als Präsident des Freiburgischen Schützenvereins ist Rudi von Landen dem Schießsport in besonderer Weise verbunden. Zusammen mit Oberamtmann Nicola Bürgisser tritt er zum Wettschießen an. Feldschießen ist das schönste Fest vom ganzen Jahr. Es ist Tradition. Da trifft ein Haufen Freunde. Man tut schießen und ein zusammen etwas drehen und feiern. Es sind fast nur Sendler, nur Einheimische da, keine Ausländer, keine Asylbewerber. Ist das fast am wollsten so? Also, das hat mit dem direkt nichts zu tun, aber wir fühlen uns natürlich unter uns schon sehr, sehr wohl. Das stimmt. Die Seisler sind nur da, weil ein Probezirk organisiert kommt. Darum sind auch keine Welsche oder andere da von einem anderen Kanton. Und darum sind wir natürlich unter uns, ja. Das gemeinsame Wettschießen verbindet. Die Waffe symbolisiert Stärke, Eigenständigkeit, Freiheit. Die Waffe ist von mir in erster Linie ein Sportgerät. Aber wie im Militärdienst steht, die Waffe ist auch da, wenn man eine Frau einmal in sie brauchen müsste. Würdet ihr euch im Notfall auch verteidigen mit der Waffe? Wir müssen uns verteidigen, wenn das Vaterland das von uns verlangt. Wäre ihr bereit, die Armee an Grenzen zu stellen, gegen Flüchtlinge zum Beispiel? Also das ist jetzt natürlich gerade ein bisschen eine Frage, die überspitzt ist, weil das sie sich momentan nicht stellt. Aber ich würde das Militär an Grenzen stellen, für im Zoll zu helfen, für im Grenzwachtkorps zu helfen, aber natürlich nicht für Schießen. Ein gutes Resultat ist für den Schützenpräsidenten Rudi von Landen Ehrensache. Salut. 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 Gut. Merci, Gau. Gewehre laden. Gewehre anschlagen. Feuer. Zwanzig. Halt, Feuer durch. 4x3. 20. 58, ja, das ist gut. Das ist gut. Merci. Das war ein Mörder. Als erfahrener Schütze entscheidet Rudi von Landen das sportliche Wettschießen gegen Nicola Bürgisser für sich. Wenn man mehr würde üben, gell? Ja, das ist halt schon ein bisschen so. Ich sage mir das jedes Jahr. Das geplante Asylzentrum beschäftigt Rudi von Landen auch während des Feldschießens. Du weißt, dass die Gurgler auch in solche kommen, die eigentlich gar nicht da sein dürften. Das sind alle zusammen Abgewiesene. Das heisst, also, die müssten an der Grenze nehmen und gar nicht einlassen. Das sollten wir. Ja, ich weiß schon. Unterhalten werden die Festbesucher von den drei Österreichern des Trios Wolkenbruch. Ansonsten sind die Sensler, wie in alten Zeiten, praktisch unter sich. Trotz widrigen Wetterbedingungen findet der Gottesdienst am Feldschießen unter freiem Himmel statt. Lasset uns beten. Der Einfluss der katholischen Kirche hat abgenommen. Dennoch hat die Religion im Sensebezirk einen hohen Stellenwert. Die Senslerinnen und Sensler haben sich daran gewöhnt, dass neben dem katholischen auch ein reformierter Pfarrer durch den Gottesdienst führt. Was zum Heile dient. Mit dem Asylzentrum in Gevers werden vermehrt Muslime im Sensebezirk leben. Rudi von Landen kann sich vorstellen, diese unter gewissen Bedingungen in die religiösen Zeremonien zu integrieren. Das wäre ohne weiteres möglich. Nur müsste man sagen, wie sie in einem Abend, im christlichen Abendland. Zuerst kommt natürlich der Christ ist im Vordergrund, das ist unsere Kultur. Der Muslim hat eigentlich den Ursprung in einem ganz anderen Ort in der Welt. Und das ist ja just so. Aber ich bin der Erste, der würde bereit sein, generell die verschiedenen Glauben zu vereinen, was zusammen auskommen. Wegen das, was man heute in der Welt eben erleben, das kann das ja nicht sein. Glauben kann jeder Mensch, was er will. Aber einen anderen töten, kriegen untereinander, das kann man nicht machen. Wir müssen vielleicht nur unser Herz und unsere Augen eben auftun.
Grenzüberschreiten ist etwas, wo wir uns vielleicht auch... Mit dem Asylzentrum Guglera wird das Sense-Oberland vermehrt mit fremden Kulturen in Berührung kommen. Das kann auch eine Chance sein, findet Oberamtmann Nicola Bürgisser. Das ist schon gut, wenn sie einen Teil der Oberländer sehen, wie die Welt effektiv ist. Und zwar nicht nur in der Tagesschau, sondern sie auch realitätsmässig hier bei uns sehen. Und ich bin auch bereit, unseren Beitrag zu leisten an die Bundespolitik, dass wir auch Asylsuchende aufnehmen. Nicht nur, dass wir nur mit dem Finanzausgleich Gelder beziehen, sondern dass wir auch unseren Beitrag leisten. Und was ich Rückmeldung habe von der Bundesbehörde, vom Bundesrat, wird das sehr geschätzt. Anfang Oktober 2016. Das zukünftige Bundesasylzentrum ist Ziel eines Sabotageaktes. Unbekannte dringen in das leerstehende Gebäude ein. Sie manipulieren Wasserhahnen sowie Abflüsse und verursachen damit auf 7 Stockwerken eine großflächige Überschwemmung. Es entsteht ein Sachschaden in der Höhe von 800.000 Franken. Das ganze Gebäude muss durch Fachleute getrocknet werden. Das verzögert die Umbauarbeiten. Der Bund reicht Strafanzeige ein. Von der Täterschaft fehlt jedoch jede Spur. Er war nicht da. Er hat ein Alibi. Er war wirklich nicht da. Er war auch nicht fähig. Er war auch nicht fähig. Schau mal die Finger. Das ist einer für ins Büro. Das ist einer für ins Büro. Der kann das nicht. Für einen Sabotageakt in der Guglera, der kann das nicht. Einige Tage später spekulieren lokale Politiker am Harzer Merit in Giffers mit viel Galgenhumor über die Urheberschaft des Wasserschadens in der Guglera. Der Merit ist ein beliebter Treffpunkt der Dorfbevölkerung, eine Plattform für Gewerbetreibende, Vereine und politische Parteien. Trotz aller Kritik am Bundesasylzentrum verurteilen alle Seiten den Sabotageakt in der Guglera. Das ist doch ein fertiger Seich. Wir wissen nicht, ob es Linksextreme oder Rechtsextreme waren. Ja, bist du einverstanden? Es können beide Seiten sein. Es können Linksextreme sein oder Rechtsextreme. Im Ziegler-Spital zu Bern waren die Linksextreme, die alles kaputt gemacht haben. Das wäre nicht das erste Mal. Das wäre nicht das erste Mal. Es können Linksextreme und Rechtsextreme sein. Ja, und dann meinen Sie mit dem die Stimmung beim Volk zu ändern unter Umständen? Das bringt nichts. Und darum ist es nicht. Die Linksextremen sagen, es sei nicht würdig. Es sei nicht würdig, dass sie dort wohnen. Und die Rechtsextremen machen es einfach aus Hass. Das ist beide Seiten möglich. Aber die Kripo fängt zu sein. Am Rande des Merits betreibt die SP ihren Stand. Sie hat sich stets als Befürworterin des Asylzentrums positioniert. Die Kritik am Zentrum sei abgeflaut, sagt die SP. Der Widerstand habe sich auf eine andere Ebene verlagert. Ich merke in der Schule, da ist schon so die fremdenfeindliche Äußerungen. Das merke ich bei den Jugendlichen. Und das ist sehr schnell auf ihren Lippen. Da kann man manchmal auch auf das Ältere ausschliessen. Hat er das zugenommen, seit man weiss, dass das Asylzentrum Guglera ankommt? Das hat sicher nicht abgenommen. Wahrscheinlich ja, das hat zugenommen. Das denke ich, ja. Rudi von Landen und Nicola Bürgisser sinnieren derweil über ihre Freundschaft, die seit Jahrzehnten alle politischen Differenzen überdauert. Das ist eine juste Männerfreundschaft. Schon, ich würde sagen, etwa seit 30 Jahren dauert die schon. Und wir haben schon Menge Disput gegeben, absolut. Aber das tut nichts daran um. Wegen dem sind wir gleich die besten Kollegen, die besten Freunde. Obwohl dass wir manchmal total anderer Meinung sind. Die Freundschaft ist natürlich gereift, wie wir in den politischen Diskussionen nicht in gleicher Meinung sind. Das ist auch gut so. Und ich würde sagen, das ist ganz eine ehrliche Freundschaft. Es gibt andere Freundschaften, die weniger ehrlich sind. Aber die Freundschaft ist ehrlich. Wir mögen einander auch verleiden, wenn wir nicht gleicher Meinung sind.
Anfang November haben die beiden Freunde Grund zum Feiern. In der Dorfbeiz von Giffers stoßen Nicola Bürgisser und Rudi von Landen auf ihre Wahl ins Freiburger Kantonsparlament an. Für Rudi von Landen gibt es noch einen weiteren Grund, erleichtert zu sein. Es gibt keinen Hinweis, dass Einheimische am Sabotageakt beteiligt sein könnten. Auf der linksautonomen Internetplattform Indymedia bekennt sich eine anonyme Gruppe zum Sabotageakt in der Guglera. Unter dem Titel «Ausschaffungslager Giffers sabotiert» bezeichnen die Unbekannten ihre Tat als Akt des Widerstandes gegen die Asylpolitik des Bundes. Auch die Polizei vermutet die Täterschaft in linksautonomen Kreisen. Dieses Bekennerschreiben kommt für Rudi von Landen wie gerufen. Weil er mit seinem lauten Widerstand das Klima rund um das Asylzentrum angeheizt habe, wurde er in Leserbriefen indirekt für den Sabotageakt verantwortlich gemacht. Nein, hat man von der linken Seite schon gesehen, dass sie eher die rechte Seite oder unsere Seite. Und zum Glück ist ein Bekennerschreiben gekommen, dass es eben die Linksautonomen sind. Und jetzt würde ich sagen, dass die Linken, die gesehen haben, hey, was müssen jetzt dazu machen, um die Flüchtlinge zu schützen von der primitiven Bevölkerung? Das ist ja so in den Leserbriefen so gestanden. Würde ich sagen, wenn sie so viel Anstand haben, dann würden sie sich entschuldigen für unsere Bevölkerung. Auf eine solche Entschuldigung wartet Rudi von Landen bis heute vergeblich. Inzwischen hat der Bund die Guglera umzäunt. Der Zaun soll das Gebäude vor weiteren Sabotageakten schützen und später den reibungslosen Betrieb des Asylzentrums sicherstellen. Die Umbauarbeiten haben begonnen. Der Bund investiert 8,8 Millionen Franken, unter anderem in die Erdbebensicherheit. Zuerst aber müssen alle Elemente entfernt werden, die durch den Sabotageakt Schaden genommen haben. Es ist Februar 2017, 2 Jahre nach der Informationsveranstaltung. Der Streit ums Asylzentrum geht in eine neue Runde. Ein Facebook-Eintrag der asylkritischen IG Guglera lässt aufhorchen. Sie kündigt an, eine Bürgerwehr werde aufgebaut. Eine IG ist jetzt dermaßen besorgt, dass sie eine Bürgerwehr gründen will. Des habitants veulent créer une milice populaire. Ses membres assurent qu'ils travailleront en collaboration avec la police. Pierre Vianney. Hinter dem Aufruf steht die Gruppierung um den Rentner William Abbey. Wir sind eher von das da, wenn eine Frau laufen gegen ein Neuhaus wollen und plötzlich kommen da 4, 5 neben, kommt sie Angst und säckelt fort. Dann soll sie halt uns anrufen und dann gehen wir schauen, vielleicht war es von nichts. Trotzdem sieht die Polizei, das ist gar nicht in ihrem Sinn. Es könnte sogar eher zu einer Eskalation führen, dass es schwierige Situationen geben könnte. Das hat schon etwas mit dem zu tun, dass sie falsch aufgeklärt sind. Wir sind weder eine patrouillierende Bürgerwehr noch irgendetwas anderes. Wir sind Privatpersonen, die auf Notsituationen eingesetzt werden können, um zu schauen, was ist los ist. Und wenn wir das Gefühl haben, das ist unser Ziel, wenn wir das Gefühl haben, ja, das ist eine brenzlige Situation, dann tun wir das 117. Also wirklich stark auffordern, sofort zu kommen. Ich warte auf den Platz, bis sie da sind. Nach einer Sitzung mit der Polizei und den Gemeindevertretern buchstabiert die IG Guglera zurück. Ohne Zustimmung der Behörden werde es keine Bürgerwehr geben, lässt sie verlauten. Während im Tal unten die Menschen nur von den Flüchtlingen reden, sind sie im Sommer auf dem Stoß oben bereits präsent. 2 Asylbewerber aus Eritrea verbringen einige Tage auf der Alp. Und da haben wir ganz viele verschiedene Bilder drauf. Zum Beispiel hier, was ist das? Käse. Käse, genau. Runder Käse, Runder genau. Käse, ja. Auch Tomli, sagt man Tomle. Hier. Genau, Tomli. Das Ganze ist Fleisch und das ist dann eine Wurst. Ja? Der Sportlehrer Matthias Neuhaus leistet auf der Alp Stoß seinen Zivildienst. Er bringt Alazar Hinza und Tevelde Degol Deutsch bei. Junge, genau. Die beiden Eritreer leben bereits seit einigen Monaten im Sense-Oberland. Ob sie als Flüchtlinge anerkannt werden, ist offen. Koski,
Der einjährige Sohn von Mauritz Boschung sowie dessen Partnerin Manuela sind heute ebenfalls auf der Alp. Mutter und Kind leben vorwiegend unten im Tal. Zwiebeln? Ah. Schon gemacht? Also ziemlich klein nur. Ist gut? Auf der Alp haben sich Gäste angemeldet. In der Küche gibt es deshalb viel zu tun. Alazar und Tevelde packen mit an. Kannst du noch kleiner? So hier. Nein, musst du. So hier. Okay. Das da ist wie die Zwiebeln. Siehst du, die Zwiebel ist so. Die beiden Asylbewerber sind zum Lernen hier. Einer Erwerbsarbeit dürfen sie nicht nachgehen. Okay. So. Vielleicht auch ein bisschen sichersetzen, dass wir im Sensenbezirk nicht einfach so abgeneigt sind oder Angst haben von jemandem fremd, sondern auch sichersetzen, dass das Leute sind, wie wir auch. Und weil einfach andere Voraussetzungen haben, im anderen Ort der Welt, wo, man eigentlich, wo sie eigentlich keine Existenz haben. Oder? Und das sichersetzen, dass man mit denen zusammen arbeiten kann. Und das andere ist natürlich gleichzeitig, ich möchte ihnen eigentlich auch unsere Gegend zeigen, unsere Gegend, die Art, wie wir leben. Dass sie uns auch etwas verstehen, dass wir uns gegenseitig langsam anfangen zu verstehen. Oder? Du kannst gerade zwei Stück auf jeden Tisch. Tisch? Ja, ist das? Jetzt zwei auf den Tisch. Heute sind Verwandte und Familienangehörige auf die Alp gekommen. Ah, Gewürz. Gewürz, oder? Nein. Stück Käse? Das Schweizer Raclette scheint eine völkerverbindende Wirkung zu entfalten. Ah, das ist ja noch. Zweimal Manuela. Koski, dem Sohn von Mauritz Boschung, gefällt es offensichtlich. Kannst du mir jetzt hängen, gell? Ich würde gerade auch gleich wie das letzte Mal. Ich kann gerade mit dem Loch hier schwätzen. Hier haben wir ein Bild gefunden gestern. Am Nachmittag helfen Alazar und Tevelde beim Schwenden mit. Damit die Wiesen nicht zuwachsen, müssen sie von Bäumen und Sträuchern gesäubert werden. Wenn man nicht etwas macht, würde zum Beispiel die Weide hier, die sind total überwachsen, schon in einer kurzen Zeit, oder? Und wir finden gar keine Leute, die eigentlich uns helfen, für so Arbeiten mehr zu machen, oder? Und von dem her ist das für ihn eigentlich ein guter Ausgleich, dass sie in der Natur raus sind. Sie sehen, dass das körperlich etwas muss gemacht werden, dass es so ist, wie es ist, oder? Auch, sagen wir jetzt beim Zaun oder beim Schwüren machen oder hier beim Schwenden, wo wir jetzt gerade tun. Und das ist, ja, dass sie sehen, wie wir funktionieren, wie wir leben, wie unsere Arbeit eigentlich da ist in den Alpen. Ja. Mauritz Boschung sagt, bei den Einheimischen finde ein Lernprozess im Umgang mit der Asylthematik statt. Leute, die extrem dagegen waren, dass wir hier in der Guggera als Zentrum bekommen, als Ausschaffungszentrum. Und doch jetzt mit den Diskussionen, wenn man doch sieht, wie die sich nicht wandeln. Mit dank der Informationen, dank dem, dass sie die Berührungsängste nicht mehr haben, dank dem, dass von diesen Leuten bereits jetzt hier sind. Das ist eigentlich von mir auch schön zu sehen, nein, es braucht gewisse Informationen und gewisse Zeit. Und nein, ist eigentlich der Teufel gar nicht mehr so böse, wie sie da an dem Informationen zu haben, an die Wand malen haben. Wie tolerant sind die Sense-Oberländer tatsächlich gegenüber Fremden? Dominieren Ängste oder Offenheit? Eine Antwort auf diese Fragen gibt es frühestens Anfang 2018. Dann werden die ersten Asylbewerber in die Guglera einziehen.